Folge 23 von The Witcher 3. Wir waren ja in diesem Dungeon da hinten drinne in der letzten Folge. So, dann lasst uns mal hier die Welt weiter erkunden. Wir müssen mal gucken, was wir so machen können. Ja, da ist ein Fragezeichen. Was ist denn das da für ein Symbol? Was ist das? Nicht erkundet Ort. Egal, wir gehen hin. Das sieht so nach einem Beutel aus oder so. So, dann lasst uns doch da mal gucken, was denn hier so abgeht. Wir haben ordentlich reingeklatscht. Ja. Das sind doch bestimmt Säcke, die kann man looten. Ja, Rubinstaub, Wolfsfell und irgendwas anderes, das ich nicht so schnell lesen konnte, weil ich zu schnell... Und Holz, natürlich Rubinstaub. Und nochmal Holz. So, da haben wir das ordentlich hier machen. Ach so, guck mal, das sind rote Punkte, die hier einher patrouillieren. Oh, Bandit. Schlechte Idee. Oh, jetzt bist du dran. Tötet ihn, haltet ihn. Das ist ja easy, Mann. Den erstechen wir. Rasiermesser. Oh yeah, ich hab euch rasiert, meine Freunde. Hey. Oh, guck mal, das sind auch noch welche. Für Temerien. Reißt ihn die Eier ab. Oho. Ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg. Too much, too much, too much. Okay, das mit dem Pferd kämpfen kannst du auf so einem engen Raum vergessen. Das ist ein bisschen so, warte mal. Erstmal was essen, ja, konsumieren. Das kannst du während der Kampf jetzt nicht tun. Oh, ich kann deine Mutter aber als überziehen, Mann. Dann nehmen wir Schwalbe. Guter Heiltrank. Ich bin der... Haut der mit der Axt auf mich ein, Mann. Ich hau mit dem Schwert auf deine Mutter ein. Wow! Ich steche in sie ein, mein Freund. Ich bin ein Hexer! Lass mich da. Ey, Gay-Action gibt's hier gar nicht, ja? Also ich stehe hier, ja, wenn du. Ja, das. Nein, das mache ich, wenn da bei dir, mein Freund. So machen wir das. Dein Arsch gehört mir. Also ich weiß nicht, was die mit den Eiern immer haben, aber die scheinen äußerst wertvoll zu sein für die. Hexereier? Ja, das hättet ihr wohl gern, meine Freunde. Uah, bist du hässlich, Mann. Uah, und ich, der Nackte. Du bist wahrscheinlich der Lustknabe, den ich hier meinem Dolch reinstecke. Und guck dir das an, du hast mein Dolch nicht standhalten können. Ja, yeah, dich zwiebel ich auch, mein lieber Anführer. Der Deserteure, ihr Feiglinge des Krieges. Euch jag ich, euch finde ich und ich kill euch. So. Käfigschlüssel, da ist jemand eingesperrt. Cool. Novin gerade Langschwert. Da müssen wir gleich Lucky. Novin gerade Langschwert. Nice Rü, nice Rü. Assassinenstiefel. Ja. Das klingt immer gut, Assassine zu sein. Klingt immer verlockend. Definitiv. Wir müssen noch kurz, bevor ich den da mal befreie, will ich erst looten. Das ist mein Loot. Loot tut gut. So. So, dann machen wir erstmal, gucken wir uns erstmal im Inventar um. Da ja... wie soll ich sagen, diese liebe, nette Figur uns,
Oh, nur wie gerade Stahlwaffe, Leute. 7% halt auf Crit, ne? Plus 6 Schaden. Was habe ich denn hier? 3 Zeichen, plus 3% Zeichenintensität. Ja, das wäre eigentlich auch nicht schlecht. Also diese Velis Runenstein, 5% Chance auf Bluten und Vergiften. 37 bis 45 Schaden ist auch nicht schlecht. Aber nur wie ein gerader Langschwert. Ein langes Schwert, einen langen Dolch zu haben, ist halt natürlich für einen Vorteil. Es hat immer Vorteile, Freunde. 42 bis 52 Schaden plus 7% auf Crit, das ist halt schon awesome. Das ist schon awesome. Gut, die Waffe haben wir zurecht ausgerüstet. Und so, dann gucken wir doch uns nochmal um. Gut, dann befreien wir den Typen hier mal. Suche meinen Stand bei der Brücke über den Ponta auf. Hab Waren für die Armee. Aber für dich mache ich eine Ausnahme. Okay, dann müssen wir den, kann man das vielleicht so handeln? Suche meinen Stand bei der Brücke über den Ponta auf. Hab Waren für die Armee. Aber für dich mache ich eine Ausnahme. Alles klärschen, bärschen. So. Ne. Ja, hier haben wir halt Pilze, aber irgendwie kannst du hier nicht looten. Doch, was war da hinten? Achso, das ist nur... Achso. Schöllkraut. Ja, das kann man auch immer brauchen. Was haben wir hier? Harnfaser? Okay, wir können hier gar nichts looten. Warum nicht? Da springt irgendwas im Unterholz da hinten rum. Ah, okay. Hier sind... Okay, er läuft in die Richtung. Dann denke ich mal, wird da hinten irgendwo ein Händler sein. Wir gucken uns jetzt aber noch auf dem Schlachtfeld um. Vielleicht, das zieht doch Ghule magisch an. Beziehungsweise Menschenfresser. Solche Schlachtfelder. Oh. Das sind schon... Ja, guck, siehst du, das sind sogar schon welche. Zeig mir, was du zu bieten hast. Okay, der Ghoul ist tot. Dann macht der da. Ach so, wenn du rumhopselst, kannst du keine Zeichen schneller wirken. Ah! Ja! Alter, die Gegner sind wesentlich schwieriger jetzt. Die sind wesentlich schwieriger. Alter Schwede, Mann, ich sag's euch. Das ist ja der heftige Kick. Der heftige Kack. So, dann lasst uns erstmal was essen. Ach, Wasserflasche. Vitalitätsregeneration, 10 Sekunden Wirkungsdauer, hä? Mein Rückgrat bricht gleich in zwei. Alles klar. Überanstreng dich nicht, mein Freund. Das ist, wäre nicht so geil. Komm her. Hey, du da, komm mal her. Alles klar? Was gibt's? Arbeit für dich. Du siehst mir wie ein Hexer aus. Hab ich recht? Was brauchst du? Ich will, dass meine Männer ihre Arbeit unversehrt verrichten können, aber ständig kommen uns diese Leichenfresser in die Quere. Beseitige sie, dann kriegst du was ab. Okay. Gute, ehrliche Arbeit für einen Hexer. Ja, mach mal. Abgemacht. Abgemacht. Makabere Ernte. Das ist sogar gleich hier. Okay, warte mal. Wir speichern mal ab, weil die Ghule, die fand ich schon persönlich sehr hart. Gerade im... Entschuldigung. So, Quest verfolgen. Ja. Bitte. Quest ist Quest. Vor allem, wenn es gute, ehrliche Hexearbeit ist.
Oh, guck mal. Komm schon. Da kommen sie schon. Ah, dieses Mal sind Stufe 7 und keine Stufe 9 oder so. So, geköpft, mein Freund. Ja, komm. Oh, ich muss ihn beschützen. Der ist doch mein Questgeber hier. Der mir die Futterhand reicht. Ja, da musst du aufpassen. So mega hart aufpassen. Oh, scheiße. Ja, komm her, mein Freund. Erstmal Schwalbe reinziehen. Oh, da kommen noch mal welche. Holy fuck. Okay, okay, okay. Ist jetzt nicht... Da ist jetzt irgendjemand tot oder ist er bewusstlos? Oh, oh. Okay. Too much, Leute. Too much. Too much. Letzten Spielstand laden. Oh, shit, Mann, ey. Und versagt. Boah, Alter, too much. Gibt's hier kein Nekrophagenöl oder so? Ich glaube, das ist, Ghule sind, glaube ich, Tote. Nützt das? Ich glaube, ja, dass wir so aufs Schwert klatschen können, noch zusätzlich. Okay, Leute, da muss ich gucken. Wir müssen gucken, ob wir so ein, ich glaube, Nekrophagenöl, ja. Das müsste, glaube ich, zur Anwendung auf dem Schwert und zusätzliche Angriffskraft kriegen. Nekrophagen. Konstrukte gegen Geister. Nekrophagen müssten gute, ich glaube, Hybridöl gegen Hybriden. Ne? Ich weiß noch nicht mal, was Hybriden sind. Ach so, 15% Zeichenintensität erhöhen. Okay. Ja. Nochmal ein bisschen Essen rein, Zwiebeln. Dass hauptsächlich die Regenerationsrate mal hochgeht. Okay, wir haben Nekrophagenöl mal draufgeklatscht. Lass uns mal gucken. Gibt's hier noch dieses Tutorial? Character? Nee, nee. RT, um ein Zeichen zu wirken. Ja. Oh, zieh doch das Silberschwert, Mann. Nicht schlecht. Ja, ist schon viel besser, Mann, mit dem Öl. Guck mal.
gescheitert. Okay, wir können neu laden. Wir können neu laden. Makabere Ernte, Kontrollpunkt, ja. Ah, da haben wir versagt, Freunde. Es tut mir leid. Sollte Hendrik sein. Ein Spion des Kaisers, der in dem kriegsversehrten Land inkognito operierte. Sein Auftrag lautete, Informationen über Ciri zu beschaffen. Tja, da hat er uns einen Questgeber gerade angegriffen. Das ist ein bisschen doof. Wusste ich nicht, dass das so eine Quest war. Ja, wenn es gar nicht läuft, müssen wir später erstmal machen wieder. Die Quest. Ach so, hä? Was haben wir da geladen? Ach so, weil jetzt die Quest fehlgeschlagen ist. Geht zu Tavina im Schein. Wow, ernsthaft. Das war jetzt definitiv der falsche Reload. Manuelle Speicherung, ja, das müssen wir machen. Ach Gott. Nein, also wir wollen die Quest schon schaffen. Alles andere ist Versagen, Mann. Das ist doch scheiße! Kriegsversehrten Land inkognito operierte. Sein Auftrag lautete, Informationen über Ciri zu beschaffen. Ja, Leute, ein bisschen warm. So. Bevor ich kämpfe, ich muss noch ein bisschen was tun. Erst noch, wir haben ja erstmal noch verbrauchen. Ja, hau rein, volle Lotte. Zwiebel dir ordentlich ein. Geisteröl, Nekrophagenöl. Auch drauf. Dann brauchen wir folgendes. Ausdauerwirkung, Vergiftung. Ausdauerregeneration im Kampf, Waldkauz, und dann haben wir Petristrank, Zeichenintensität. Ja, gut, das passt soweit. So, und dann, oh Gott, jetzt haben wir noch eine Schwalbe. Ja gut, Schwalbe ist eigentlich gut. So, dann haben wir jetzt noch die Armbrust ausgerüstet. Komm. So, die Quest ist noch nicht beendet. Das heißt, da kommen noch welche. Da hinten. Habe ich gezwiebelt. Beschädigte geänderte Gegenstände zum Schlechten reparieren sofort, sonst kommt dir das nicht so gut. Oh, okay. Ah. Wie mache ich das? Ich habe doch so Reparaturkits. Das da, oder? Okay. Uha. Nein! Was kommt da für eine hässliche Missgeburt? Und ich bin tot. Oh Mann, ey, was für eine Scheiße. Ich glaube, die Quest ist too much momentan.
Ich glaube, diese Quest ist einfach too much. Ich glaube, nee, das lassen wir mal. Diese Quest hier. Ich glaube, das sollte ich noch ein bisschen aufleveln. Mehr Rüstung, weil da kommen dann schon deutlich mehr von diesen Viechern. Ist auf jeden Fall eine dumme Idee. Es ist halt bockschwierig, ne? Warte mal, ich könnte das doch auch mit viel mehr Style machen. Wir probieren es noch einmal, Leute. Wir probieren es noch ein einziges Mal. In Velen sollte Hendrik sein. Ein Spion des Kaisers, der in dem kriegsversehrten Land inkognito operierte. Sein Auftrag lautete, Informationen über Ciri zu beschaffen. Allerdings ohne Nekrophagenöl. Ja gut, wobei, wir können es trotzdem... Ja gut, komm. Wir können es trotzdem drauf klatschen. Wir könnten es aber auch mit den Zeitjirden machen, dann wird nämlich die Zeit verlangsamt. Wäre auch eine Möglichkeit, was mit diesem Fallen, mit dem Fallen, Zeichen, also mit Jirden und, dann haben wir Inventar so, ich denke mal, wir ballern uns einfach hier komplett mit Wasser zu, verbrauchen. Hier rein, das, keine Ahnung, was war das jetzt? Apfelsaft, wow. Ja, gut, okay, das sollte mal reichen für die maximale Regeneration, hoffe ich doch. Dann werden wir das Nekrophagenöl noch aufklatschen. Das hat nämlich ganz ordentlich gezwiebelt. Was haben wir noch gehabt? Das im Kampf, die Waffe ging irgendwie kaputt. Das hatten wir... Was habe ich jetzt repariert? Ich hoffe doch, das Silberschwert... Ich hoffe doch, das Silberschwert. Ja, schauen wir mal. Ein bisschen besser, wenn die langsamer sind. Fuck, Mann, der zwiebelt mir ordentlich an. Der Bastard zaubert! Ich hab mir in die Hose gepisst. Scheiße. Ja, scheiße. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ah, du Mensch. Leute, das kriege ich nicht hin. Ey, ich muss auch erstmal. Stufe 7. Nee, das lassen wir. Wir machen wildes Herz irgendwo hier. Wo waren das? Makabere Ernte. Das haben wir da noch nicht ein. Nee, das machen wir später. Das ist einfach eine Verteidigungsquest. Too much ist. Das ist too much. Ein Spion des Kaisers. Sorry. Werden wir später machen. Wir müssen uns halt merken, dass das hier ist, ne? Sein Auftrag lautete, Informationen über Ciri zu beschaffen. Das kriege ich so nicht hin. Meine Kampfkunst ist vielleicht auch nicht die beste, das ist natürlich klar, aber das kriegst du so nicht hin. Das ist voll für den Arsch. Kannst du knicken. Kommt da jetzt die Gule? War das diese automatische Speicherung? Ach nee, komm. Nee, wir müssen noch weiter zurückladen, Leute. Ja, diese manuelle Speicherung hier. Weil das war offensichtlich... Hä?
Ich glaube, da haben wir doch den Typen befreit. Ich glaube, ab hier, dann machen wir ab da. Dann müssen wir uns einfach merken, dass wir das da nicht machen. Das ist too much. Ein Spion des Kaisers. Ja. Okay, Leute. Ich mache hier an der Stelle Schluss. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Matane, Leute. Natürlich mit anderem Content. Wir müssen ein bisschen aufleveln. Das habe ich gemerkt. Wir kriegen einfach Hardcore auf die Fresse. Ciao, ciao, Matane.